So, ihr Lieben, ich hoffe, man hört mich. Jetzt fange ich die Videos schon genauso an wie die Livestreams. Ich entwickle mich genauso zurück wie meine Videos. Auf jeden Fall, ich wollte mich nochmal bei euch melden, hier in der altbekannten Umgebung. Denn es gibt Neuigkeiten, beziehungsweise gibt es eine kleine Begeisterung meinerseits, die ich mit euch teilen möchte. Und die beinhaltet tatsächlich Jurassic World. Wer hätte es gedacht, ich habe gerade sehr positive Worte zu Jurassic World zu verlieren. Und wir schwätzen gar nicht lange rum. Viel Spaß mit dem Video. Ihr wisst ja, bei allem, was ich immer an Jurassic World kritisiere, habe ich auch immer wieder so ein paar Sachen, die einfach hervorstechen und die mir auch sehr gut gefallen. Unter anderem das, ja, inzwischen offiziell kanonische Spiel Jurassic World Aftermath. Das heißt, Jurassic World Aftermath gehört offiziell zu Jurassic Lore. Also, kurzer Spoiler, ich werde hier nicht auf die Geschichte eingehen. Wenn ihr die Geschichte von Jurassic World Aftermath nicht kennt, verpasst die auch eigentlich nichts, weil die Geschichte irgendwie in sich abgeschlossen ist. Die hat aber halt ein paar kleine Hintergrundinformationen und Hintergrundgadgets, die dann doch ganz interessant sind für Fans. Ich wiederhole nochmal, ich werde das Ganze hier nicht spoilern. Also die Geschichte hier wird komplett spoilerfrei sein. Ich habe das Spiel schon mal mit euch zusammen auf Twitch durchgespielt. Oh, ich glaube, das war's. Das Let's Play dazu findet ihr in zwei gewaltig großen Parts auf meinem YouTube-Kanal. Die habe ich euch mal da oben verlinkt. Allerdings haben wir in diesem Fall eben die Nintendo Switch-Variante gespielt. Und ja, das Spiel ist zum aktuellen Zeitraum nur auf der Oculus Quest 2, auf der Nintendo Switch und auf der PlayStation VR 2 verfügbar. Ich habe mir das Ganze auf der Switch gekauft, obwohl ich eine Oculus Quest 2 besitze, weil ich mir gesagt habe, okay, ich möchte das gesamte Spiel, also das komplette Game durchzocken. Und das Ding dabei ist ganz einfach das gewesen, dass ihr die Oculus Quest Variante in, ich glaube, bis zu 3 Parts runterladen musste. Das heißt, das Hauptspiel hat irgendwann einfach mittendrin einen Cut gemacht. Für die Leute, die beim Stream mit dabei waren, der Cut, wo dann die Velociraptoren quasi ins, ohne jetzt zu spoilern, in einen gewissen Bereich kommt, wo man eigentlich dachte, da kommen die nicht hin. Da hat das Spiel eigentlich aufgehört, offiziell. So, dann gab es ein DLC, was wieder Geld gekostet hat. Und da habe ich mir damals gedacht, nee, das sehe ich da wirklich nicht ein. Da zahlst du am Ende dann wirklich einen Batzen voll Geld, nur weil das Spiel jetzt anstatt in einer kompletten Vollversion zu erscheinen, in 3 Parts aufgeteilt wurde. Die Nintendo Switch hat das Ganze ein bisschen cleverer gemacht, denn die Switch hat sich das Spiel genommen, hat das komplette Game in eine Collection gepackt und eben dann im großen, ganzen Paket, also alles in einem einzigen Spiel rausgehauen. Das Spiel kostet um die 30 Euro, ich werde sie oben nochmal einblenden. Wenn ihr also eine Nintendo Switch besitzt, könnt ihr da wirklich beherzt zugreifen. Ich habe das Spiel ja mit euch zusammen gezockt, wir waren uns, glaube ich, alle einig. Das ist schon ziemlich geil gewesen. Also ein paar von euch haben sich das Ganze sogar auch dann gekauft, aufgrund meines Streams. Und der einzige Mankel, den ich dabei eben hatte, ist, das Spiel ist ein bisschen zu lange für die Mechanik, die es eben bietet. Warum quatsche ich jetzt aber hier mit euch noch einmal über Jurassic World Aftermath? Ich habe das Ganze jetzt nämlich nochmal auf der Oculus Quest angespielt. Einfach aus dem Grund, weil ich das Ganze ja mal mit euch zusammen in einem Livestream komplett in VR durchzocken wollte. Und ich wollte mich da mal so ein bisschen reinfuchsen und mal gucken, wie das System dann eben mit der VR-Brille funktioniert. Und dann habe ich mal im Store nachgeschaut, was jetzt die einzelnen DLC-Parts inzwischen kosten. Und da ist mir aufgefallen, das Spiel gibt es inzwischen auch für die Oculus Quest 2 als Komplettpaket. Für knapp 35 Euro habt ihr das komplette Spiel auch für die Oculus Quest 2. Das heißt, ich habe mir das gute Stück einfach mal geschnappt, habe hier ein paar Aufnahmen für euch gecaptured und muss wirklich sagen, wow, ist das ein gewaltiger Unterschied zur Switch-Variante. Versteht mich jetzt hierbei nicht falsch, die Switch-Version ist eine unfassbar optimale Portierung eines VR-Spiels geworden und das Spiel macht definitiv Spaß. Während dem Game habe ich aber auch selber immer wieder mal anmerken müssen, dass es bestimmte Areale im Spiel gegeben hat, wo ich mir sicher war, dass die einfach für den VR-Wow-Effekt gebaut wurden. Und ja, das ist wirklich so. Ich meine, eigentlich bin ich eh so ein VR-Verfechter, als hätte mir eigentlich von vornherein klar sein müssen, dass mir das Spiel auf der VR wesentlich besser gefällt, aber es ist wirklich schwer zu beschreiben, wie unfassbar genial das auf der VR funktioniert. Wir schlüpfen nun also wirklich in diese Welt rein, also wir sind wirklich ein Teil dieses Jurassic Parks und gerade auch was die Größenvergleiche ausmacht, das heißt, wie der T-Rex plötzlich vor dir auftaucht und du diesen Größenunterschied zu dir selbst siehst, der ja wirklich im 1:1 Maßstab zur Jurassic-Norm übernommen wurde. Das Ganze kannst du natürlich nicht wirklich optimal auf einem 2D-Bildschirm umsetzen. Das Ganze kannst du wirklich nur erleben, wenn du eine VR-Brille schon mal in deinem Leben selber aufgesetzt hast. Generell das VR-Phänomen kann man sehr schwer erklären. Dieses Eintauchen in eine Welt ist eine unfassbar tolle und immersive Sache und gerade die Oculus Quest 2
macht dabei einen wirklich unfassbar genialen Job. Ich habe euch diese VR-Brille mal unten in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr da Interesse daran habt. Ein paar von euch haben auch nachgefragt, nein, für diese Brille brauchst du gar nichts. Also du brauchst dafür weder eine Playstation noch einen PC, du brauchst dafür nicht mal einen Steam-Account. Das läuft alles komplett über diese VR-Brille. Das heißt, das Menü ist in der VR-Brille hinterlegt. Du kannst das komplette Interface der VR-Brille benutzen. Wenn du allerdings einen PC hast, kannst du auch einfach die Brille am PC anschließen und kannst noch mehr Spiele genießen. Der einzige Mangel daran ist, Mangel in Anführungszeichen, ihr braucht halt einen Facebook-Account. Mein Gott, da macht ihr euch halt einen, wo ihr ja nichts hochladen müsst, also einfach gar nichts. Und dann könnt ihr diese Brille eben benutzen. Aber jetzt mal ganz kurz zurück zum Spiel. Ich habe nicht allzu weit gespielt. Ich habe quasi nur den allerersten Areal gezockt, wo wir dann das allererste Mal noch auf die Velociraptoren treffen. Und hier sind mir so ein paar Sachen einfach aufgefallen, was dieses Spielerlebnis, wenn wir das Ganze auf Twitch livestreamen werden, und es wird nicht mehr allzu lange dauern, weil ich kann es kaum noch erwarten, das Game mit euch zusammen live zu zocken, das Spielerlebnis wird definitiv heftiger werden. Was man dem Spiel auf jeden Fall auch zugutehalten muss, sind die verschiedenen Genreabteile, die das Ganze quasi durchläuft. Das heißt, nur mal ganz kurz als Beispiel, ich versuche hier wirklich so wenig zu spoilern, wie es irgendwie geht. Das Ganze hat einen relativ ausgeprägten Abenteuer-Flair. Das heißt, wir beobachten die Isla Nubla beim Durchlaufen. Wir können bestimmte Stationen sehen. Wir können bestimmte Dinosaurier sehen, wie zum Beispiel den Brachiosaurus. Das ist eine ganz coole Sache. Dann gibt es auch sehr viele Versteckpassagen, wo wir uns dann eben vor Dinosauriern verstecken müssen, die auf Geräusche reagieren. Wenn wir zum Beispiel auf Gläser treten, dann hören die das und fangen an, uns zu jagen. Und wir müssen uns an denen vorbeischleichen. Quasi diese typischen Schleichpassagen à la Alien Isolation. Und dann haben wir aber sogar auch wirkliche Horroraspekte in dem Spiel. Ich sag nur ganz kurz, Dilophosaurier. Das ist gerade mit der VR-Brille schon ziemlich, ziemlich heftig. Und das macht das Spiel wirklich mit Bravour, dass wir also immer wieder bestimmte Bereiche betreten, die auf einmal dann auch das Genre ändern. Von einem etwas ruhigeren Puzzle-Genre kommen wir dann irgendwann in ein Versteckabenteuer, in ein Katz-und-Maus-Spiel mit Velociraptoren, die uns eben jagen, und dann eben aber auch wieder bestimmte Horrorpassagen, wo alles eben dunkel ist und wir uns mit Taschenlampe durchschleichen müssen. Gerade weil, was ich eben auch schon angesprochen habe, man wirklich in diese Welt eintaucht. Man hört, auch ähnlich wie bei der Switch mit den Kopfhörern, die Velociraptoren oder auch die Kompis von verschiedenen Seiten oder auch von unten. Man hört die Schächte, wie sie langsam anfangen zu krachen, wenn da ein Saurier durchkrabbelt. Nur ist das mit der Brille einfach so, dass die Saurier wirklich über dir sind. Du hast zum Teil echt das Gefühl, dass du das spürst, was da passiert. Die Controller machen auch ihren, ja, vernünftigen Job. Die haben jetzt ja auch diesen Rumble-Button da mit drin. Das heißt, die Dinger vibrieren eben auch dann in bestimmten Situationen. Wie zum Beispiel dann, wenn ihr in der Nähe von etwas Wichtigem seid. Das heißt, wenn ihr bestimmte Items suchen müsst, dann könnt ihr euch auf das Rumblen des Controllers verlassen. Und der zeigt euch dann ungefähr an, wo ihr eben hin müsst oder wo ihr bestimmte Sachen finden könnt. Ein riesiger Vorteil gegenüber der Switch-Variante ist ganz einfach das Handling. Denn ihr habt in diesem Spiel virtuelle Hände, mit denen ihr dann eben auch Sachen greifen könnt. Und damit könnt ihr so ein paar kleine lustige Faxen machen. In der Switch-Variante ist das Ganze ja so gewesen, dass wir mit einem Knopfdruck zum Beispiel Türen öffnen konnten. Ja, da gibt es dann auch bestimmte Behälter, wo man sich vor Velociraptoren verstecken kann, und die Behälter macht man per Knopfdruck auf oder eben auch wieder zu. Das Lustige mit der VR-Brille ist, dass wir diese Behälter nun ganz langsam zuschieben können und auch einfach mit diesen Dingern klackern können, und die Raptoren sehen uns aber eben nicht, weil wir dann da drin sind, aber sie hören das Geräusch im Umkehrschluss. Das heißt, wie nahezu in jedem VR-Spiel, man auch hier wesentlich mehr Freiheiten, was die Umgebung angeht, was man mit dieser Umgebung einfach alles anfangen kann. Worum geht's in der Geschichte, um das Ganze auch mal ganz grob darzulegen? Wir befinden uns ja im Körper von Nick. Heißen wir Nick? Ich habe es eben gerade erst gespielt und schon wieder vergessen. Ich werde auf jeden Fall mal den Namen hier einblenden. Und wir werden von einer ehemaligen Isla Nubla Jurassic World Mitarbeiterin durch den verfallenen Jurassic World Park gelotst. Allerdings durch ein Areal, das bisher geheim geblieben ist, ja. Im Spiel wird auch selber gesagt, wie gesagt, das Ganze ist offiziell Kanon, dass diesen Bereich nicht einmal Owen kannte. Darauf wird eingegangen. Dieser Bereich ist so unfassbar geheim, weil hier bestimmte Forschungen betrieben wurden an bestimmten Kreaturen. Worum es da geht, sage ich dir aber nicht. Das solltest du selber erfahren. Wie gesagt, entweder durch mein Let's Play auf meinem Kanal oder am besten spielst du das Ganze selbst auf der Nintendo Switch oder eben mit der Oculus Quest 2. Das gesamte Spiel handelt eigentlich davon, dass wir nun auf der Suche nach einem Genom sind, was wir von der Insel schaffen sollen. Das hört sich jetzt relativ plump an, allerdings ist diese Aufgabe gar nicht so einfach, denn der verfallene Park schafft es immer wieder, uns Hindernisse in den Weg zu legen. Hindernisse in Form von Steinen, zusammengebrochenen Gebäuden,
mit Wasser überfluteten Kellern oder eben auch Dinosauriern, die uns auf unserer langen Reise behindern wollen. Behindern wollen ist noch sehr nett ausgedrückt, die wollen uns töten. Die wollen uns einfach umbringen. Und auch hier muss man das Spiel einfach wieder loben. Das ist sowohl auf der Switch-Variante als aber auch auf der VR-Variante nahezu perfekt umgesetzt. Die Saurier hören auf Geräusche, sie haben alle ihre eigenen kleinen Gadgets. Nur mal so ganz kurz als Beispiel. Ein Dilophosaurus kann mit Gift spucken. Wenn dich dieses Gift trifft, kommst du mit der Zeit immer mehr Energie abgezogen, quasi wie ein Permanentschaden, der sich dann über das Spiel hinwegzieht, bis du eben dann stirbst oder das Ganze mit Wasser aus deinem Gesicht wäschst. Und ja, in der VR-Variante musst du dich eben wirklich hinstellen und Folgendes machen. Sieht saublöd aus, für euch aber zum Vorteil, wenn ihr mich seht, wie ich mich da zum Kasper mache, ist aber für die Person, die die VR-Brille aufhat, wirklich eine ziemlich geile Immersion bei der ganzen Geschichte. Auch wenn ihr die Controller unter das laufende Wasser haltet, fangen die leicht an zu vibrieren, was das Ganze einfach noch viel cooler macht. Wenn ein Tyrannosaurus Rex auftaucht, dürft ihr euch zum Beispiel nicht bewegen. Ja, tatsächlich ist das der Fall, dass der T-Rex auch hier nur auf Bewegungen reagiert. Und das ist gar nicht mal so leicht. In der Switch-Variante war das so, okay, man lässt am besten einfach den Controller los. In der VR-Variante ist das Ganze noch immersiver, denn der T-Rex kommt dir wirklich verdammt nah und du hast einfach das Gefühl, du kannst das Tier anfassen und verdammt nochmal, du willst das Tier anfassen. Und hier mein Tipp, pass den Tyrannosaurus Rex nicht an. Rexy ist in diesem Spiel eine alte, frugile Frustfregatte, die jede Bewegung von dir einfach als Gefahr deutet und einfach ausrastet. Ich kann das Spiel einfach nur loben, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte ich der Switch-Variante gegeben hatte, ich meine aber, es waren definitiv so um die 8 oder 7 von 10, irgendwie sowas. Der Variante jetzt hier würde ich auf jeden Fall 9 von 10 Punkten geben. Der letzte Punkt ist einfach immer noch nicht zu vergeben, weil ich immer noch der Meinung bin, das Spiel ist zu lange für das, was es erzählen möchte. Ich dachte mir aber einfach mal, jetzt wo ich gerade die VR-Version gespielt habe, kann ich euch hier mal ein bisschen Gameplay mit einblenden, einfach auch mal meine Review zu dem Spiel preisgeben. Ich kann den Kauf wirklich auf jeder Konsole nur empfehlen. Die Portierung auf die normalen Konsolen, in dem Fall auf die Nintendo Switch, ist perfekt gelungen. Und ich schätze mal, dass das Spiel auch mit der Zeit noch auf der PlayStation 5 erscheinen wird, denn Sony scheint hier inzwischen auch Rechte an dem Spiel zu haben, zumindest die Erlaubnis, das Spiel zu veröffentlichen, sonst wäre es ja nicht auf der PSVR 2 zu kaufen. Wenn ihr allerdings eine VR-Brille besitzt, das heißt eine Oculus Quest 2 oder jetzt dann eben auch diesen Winter eine Oculus Quest 3, oder eben eine PlayStation VR 2, dann spielt dieses Spiel auf VR. Die Preise sind wirklich identisch, die werden sich mit 2 Euro variieren. Die VR-Version lohnt sich aber definitiv mehr für eine perfekte Jurassic World Immersion. Ihr denkt wirklich, ihr wärt im Park und das finde ich unfassbar krass. Ihr könnt euch also schon mal darauf freuen, dass wir das Ganze auch auf Switch mit der VR-Brille zocken. Ich habe den lieben Nico von Medienmilage schon darauf angesprochen, wir müssen das zu zweit machen, da eine Person auf die Kommentare eingehen muss, während eben die andere Person mit der VR-Brille dann aber im Haus schon rumkaspert. Da haben wir dann auch eine schön große Fläche im Wohnzimmer, da kann man dann auch schön rumlaufen. Das Ganze geht dann wesentlich besser als jetzt hier. Wir werden uns dann so im 5- oder 10-Minuten-Takt einfach abwechseln. Das heißt, wir werden uns dann einen Wecker stellen und wenn dieser Wecker klingelt, muss die spielende Person auf Stopp drücken, egal in welcher Situation, und muss diese Brille an den Nächsten weitergeben. Das heißt, wenn ihr mit dabei sein wollt bei diesem Erlebnis, dann schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Nein, wisst ihr was, wir machen das ganz anders. Die Leute von Twitch haben das Spiel jetzt schon mal auf der Switch exklusiv gestreamt bekommen von mir. Jetzt seid ihr dran auf YouTube. Diesen Stream machen wir exklusiv für euch auf YouTube, den Livestream. Das heißt, ihr müsst einfach nur hier auf YouTube bleiben und dann könnt ihr da mitmachen. Ich habe so unfassbar Bock drauf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und mal gucken, vielleicht geht es dann auch schon die nächste oder übernächste Woche los. Vielleicht fangen wir auch schon hier an, solange ich noch hier wohne. Ich weiß es nicht, aber ich habe so tierisch Lust darauf, dieses Spiel mit euch zusammen zu zocken. Und auch mit dem lieben Nico von Medienmilage. Den Kanal von ihm habe ich euch mal unten in der Beschreibung verlinkt. Abonniert ihn auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden in Zukunft ein paar Projekte mehr zusammen machen. Deswegen lohnt sich das auch auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Jetzt bin ich wie immer auf eure Meinung gespannt. Habt ihr das Spiel schon gespielt? In welcher Variante und wie fandet ihr das Ganze? Habt ihr Bock auf so einen schönen YouTube-Livestream, wo ich mich wirklich zum Kasper der Nation mache und mit der VR-Brille versuche, meinen Arsch durch den Jurassic World Park zu bewegen? Ich freue mich auf jeden Fall drauf und in diesem Sinne raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.